Herzlich willkommen zum 5. Saisonrennen in der GT3 Series 2023. Wir sind zurück mit den schnellsten, besten GT3 Fahrern, die es gibt. Und wir sind am Texas Motor Speedway auf der Road Course Edition zu Rennen Nummer 5 und Rennen Nummer 6 an diesem Wochenende. Die Strecke wurde neu aufgebaut, um hier eben auch Road Racing zu fahren für die Autos. Und ich freue mich schon sehr auf dieses 5. Saisonrennen. Hier sind die wichtigsten Fakten. Wir haben Marco Bianchi auf der Pole in Porsche. Und wir haben die Top 3, die wir uns anschauen müssen. Da ist auf der 1 die Zeit in Alexander Bortolotti 75 Punkte bereits. Der fährt eine super Saison. Auf der 2 Alexander Tung, 2 Punkte dahinter mit 73 Punkten. Philipp Eng im Rowe BMW. Auch er super drinnen hier in dieser Saison. Und Van der Linde zurzeit auf der 3. 70 Punkte, 5 Punkte also hinter Bortolotti. Auch bei ihm noch alles möglich. Das sind die Top 7. Estre auf 4, Biaguidi auf 5, Valilko auf 6 und Gounod auf 7. 7 verschiedene Marken in den ersten 7 Plätzen. Das ist sehr, sehr gut. Wir gehen rein in die Aufwärmrunde, in die Formation Labs und schauen uns dann mal schnell die Startaufstellung an. In Reihe 1, angesprochen Marco Bianchi ganz vorne, neben ihm Simpson auf der 2. Der Cura-Pilot also könnte auch wichtige Punkte holen. Auf der 3 Jordan Lee Pepper in Bentley, wird nächstes Jahr vermutlich nicht mehr dort fahren. Aber dazu kommen wir jetzt noch im Laufe der Saison, die Saison ist ja noch lang. Die ganzen Infos dazu kommen ja im Laufe der Saison, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Reihe Nummer 3 dann, Gounod und Bortolotti. Chaminet übrigens haben in Reihe 2 vergessen, auch der Porsche in Reihe 2 eben. Reihe 4 total in Mercedes-Hand mit Grenier und mit Valilko. Dann haben wir Reihe Nummer 5 mit Toni Villander im Ferrari, neben ihm Kevin Estre im Porsche. Auch er wieder weit vorne mit dabei, Estre. Auch er kann, glaube ich, wieder viele Punkte holen, wenn er ein gutes Rennen hier hinlegt. Dann Garcia, die beste Corvette, neben dem besten BMW mit Fahrfuß. Die BMWs und auch Corvettes leider nicht so stark hier im Qualifying. Dann haben wir Van der Linde, auch die Audis zu kämpfen. Neben ihm steht Götz. In der nächsten Reihe dann Biaguidi, Gesamtwertungsdritter, neben Farnbacher im Acura. Dann nochmal ein Bentley mit Zule neben Clean, dem Österreicher McLaren. Pierre Kaffer im 5er Audi, im gelben Audi, neben dem zweiten, in der zweiten Corvette mit Milner. Dann die dritte Corvette mit Niki Katzberg in der 3 und neben ihm steht Pereira im zweiten Lamborghini. Dann eine BMW-Reihe mit Klingmann und mit Philipp Eng, der in zweiter Gesamtwertung ist, aber dieses Rennen von ganz hinten fast in Angriff nehmen muss, denn dahinter nur noch eine einzige Reihe, Reihe 13 mit Imperatore und mit Luca Stolz. Wir gehen also rein. 8 spannende Runden erwarten uns jetzt am Texas Motor Speedway. Let's go Racing, die GT3 Series is back on the track. Und Marco Bianchi gleich mal mit einem super Start, holt sich mal ganz eindeutig die Führung und hinten Pepper gegen Simpson im Kampf. Zum ersten Mal durch die engen Kurven durch und Pepper hat sich Platz 2 gesichert und greift direkt die Führung an und geht direkt an Marco Bianchi vorbei. Pepper also neuer Führender, führt das Rennen an, wir gehen rein in Nummer 2. Pepper von Marco Bianchi, Simpson auf 3 und hinten Chaminet bereits auf 4 vorgefahren. Also Porsche, trotzdem 2 Autos in den Top 4, das ist schon mal nicht schlecht. Pepper weiterhin vorne in Führung, Marco Bianchi dahinter. Da tut sich derzeit nicht viel. Doch jetzt Simpson greift Marco Bianchi an. Die gleiche Kurve wie vorher Pepper. Jetzt geht Simpson vorbei. Also Marco Bianchi verliert gleich mal 2 Positionen in den ersten 2 Runden. Der nächste wäre jetzt Chaminet, der vielleicht vorbeigehen könnte und sich Platz 3 sichern könnte. Mal schauen, was passiert. Die in dieser Kurve mal nichts. Da schauen wir weiter. Nee, Valilko verbremst sich und schießt Chaminet ab. Valilko mit dem Verbremser und schießt genau Chaminet ab. Oh, das ist bitter für Chaminet. Der hätte die Punkte dringendst gebraucht. Und auch Valilko. Da wären auch Punkte wichtig gewesen. So scheiden beide aus.
Das ist bitter. In Runde 3, das heißt, wir machen in Runde Nummer 5 weiter. Mit Pepper weiterhin vorne vor Simpson und Marco Biecchi. Wie kommen sie rein? Also, Pepper mit einem guten Start. Der Bentley-Pilot bleibt in Führung und hinten der Kampf jetzt zwischen Simpson und Marco Biecchi. Und die innere Linie ist einfach die bessere. Und Marco Biecchi setzt sich vorbei. Simpson jetzt auf 3. Marco Biecchi jetzt mit dem Angriff gegen Pepper in der gleichen Kurve, wo vorher Pepper ihn überholt hat. Diese Kurve und Dreher. Dreher von Schulgunon. Er dreht sich hier raus. Oh, bitter. Aber wir sehen schon, diese letzte Kurve, bevor man wieder auf das Oval zurückkommt, das ist die Kurve, wo die Überholungen überhaupt passieren. Da passieren sie von immer vorher in Pepan, Marco Bierki vorbei, jetzt umgekehrt. Und wir haben noch zwei spannende Runden vor uns. Während Schulgunor ans Ende des Feldes gereiht wird, sehen wir jetzt den Kampf um den Sieg. Marco Bierki gegen Pepper, oder kann Simpson nochmal mitmischen? Auf wie bereits Grenier vorgefahren, der muss jetzt gegen Bartolotti hinten behaupten. Und vorne Marco Bierki mal in Führung. Simpson jetzt auf 2, Pepper auf 3, muss aber jetzt gegen Grenier kämpfen. Grenier innen gegen Pepper und Grenier holt sich mal den dritten Platz. Stark vom Mercedes-Piloten und er kann sich halt auch innen jetzt reinsetzen gegen Simpson. One lap to go, eine Runde noch und Grenier versucht da innen gegen Simpson reinzukommen. Und jetzt ist er vorbei. Jetzt kann er innen gegen Simpson vorbeigehen und Grenier ist auf 2. Der sieht sehr, sehr stark aus. Kann er Marco Bierki auch noch angreifen? Jetzt kommt die Kurve, wo immer die Wurmnummer passieren. Und er schiebt Marco Bierki ein bisschen raus und geht vorbei. Grenier geht an Marco Bierki vorbei und Grenier gewinnt das Rennen aus dem Nichts. Von Platz 4 kommen auf 1 in 2 Runden. Schiebt Marco Bierki noch ein bisschen raus am Ende und holt sich dadurch den Sieg. Zweiter wird am Ende Simpson, dritter Marco Bierki, vierter Pepper, fünfter Garcia, sechster Estre, siebter Villander, achter Bortolotti, neunter Van der Linde, zehnter Fahrfuß. Aber was ein Finale! Und das sind Top 7. Bortolotti bleibt auf 1, Estre auf 2, Van der Linde 3, Garcia auf 4, Grenier auf 5 vorgekommen, Birgui 6 und Engel noch auf der 7. Aber was ein Finale in diesem Rennen! Grenier holt sich das Ding also nach Hause. Farnbacher auf 8, Götz auf 9, Simpson und Kaffer auf 9 und 10, dann Farfus, Ketzberg und Kleen, alle mit 68 Punkten. Das war ein spannendes Rennen, also das habe ich nicht erwartet, dieses Comeback. Echt stark. Gounod zurückgefallen auf 15, Wallikow auf 16 zurückgefallen, Marco Bierki vor auf 17, Stolz, Imperatore, Milner und Pereira. So kann es weitergehen. Morgen das nächste Rennen. Ich bin schon wirklich gespannt. Diese Kurve da hinten, diese letzte, die bringt wirklich sehr, sehr viel Action. Und hinten noch Wielander, Pepper, Klingmann, Chaminade und Soulé. Das die letzten fünf. Aber ich freue mich auf das Rennen morgen. Das wird bestimmt genauso spannend wie heute. Und damit verabschiede ich mich von heute. Wir sehen uns morgen wieder am Texas Motor Speedway. Bis dahin. Ciao.